Der Dom ist mein Ding. Herzlichen Glückwunsch, St. Viktor. Der Dom von Xanten wird 750 Jahre alt. Und Kirchenzeit hat 6 Menschen gefragt, warum das gotische Gotteshaus auch ihr Zuhause ist. Ich bin Frater Augustinus, 34 Jahre alt, aus der Prämonstratenserabtei in Duisburg-Hamborn. Und ich werde Ihnen die sogenannte Norbertzelle ein wenig vorstellen. Diese Zelle liegt in der Tat ein wenig verborgen. Sie gehört auch baulich nicht direkt zum Dom, sondern befindet sich im Torbogen, wenn man auf das Hauptportal des Domes zuläuft, in der rechten Seite. Und viele Menschen werden sicherlich Tag ein, Tag aus an dieser Zelle vorübergehen, ohne wahrzunehmen, welch ein schöner Raum sich hinter dieser verschlossenen Tür befindet. Die Norbertzelle ist der Ort, an dem der heilige Norbert, der Gründer der Prämonstratenser, während seiner Zeit hier in Xanten gelebt hat. Man führt das auf das Jahr 1115 zurück. Norbert wurde 1081 in Xanten geboren und hat zunächst als sogenannter Stiftsherr hier am Xantener Dom gelebt, gearbeitet und gewirkt. Und man nimmt an, dass er eben in diesem Raum, in dieser Zelle, die nach ihm benannt ist, die meiste Zeit seines Lebens verbracht hat. Für mich ist diese Norbertzelle ganz persönlich von großer Bedeutung, weil mein Abt mir kurz vor meiner Diakonweihe vor etwa 6 Wochen gesagt hat, dass ich hier nach Xanten kommen würde, um als Diakon zu arbeiten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war für mich ähnlich wie ein Sechser im Lotto. Einfach aufgrund der Vorstellung, dass der Gründer meines Ordens, der heilige Norbert, hier selber vor 900 Jahren gelebt hat. Der Dom von Xanten ist mein Ding, weil ich hier in der Nachfolge des heiligen Norbert als Diakon wirken darf.